Der nächste Punkt ist ein ganz grundsätzlicher. Und zwar, wie stellen wir uns überhaupt Demokratie vor? Ich glaube, dass es richtig ist und auch praktikabel, denn wir wollen, wie ja oft behauptet wird, wir wollen ja nicht über jeden Bleistift, der im Rathaus ist, eine Volksabstimmung stattfinden lassen. Das ist völlig richtig. Das heißt, ich würde schon sagen, es ist richtig, dass wir Repräsentanten haben, mal ganz prinzipiell, dass wir solche wählen. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Irren ist menschlich und jeder von uns macht mal Blödsinn, mal mehr, mal weniger. Jetzt wählen wir Repräsentanten für 4 Jahre, für 8 Jahre oder was auch immer. Und jetzt machen die Repräsentanten Blödsinn oder die Repräsentanten machen etwas, was wir, der Chef, der Auftraggeber, in Klammern, was wir nicht wollen. Jetzt gibt es genau 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir die 8 Jahre die Klappe halten und alles erdulden, was gemacht wird, auch wenn es noch so schräg ist. Und die andere Möglichkeit ist die, dass wir sagen, Moment mal, so geht das nicht. Wir haben Repräsentanten gewählt, ja, die haben einen bestimmten Auftrag auf Zeit. Das heißt aber nicht, dass sie für die gesamte Laufzeit einen Blankoscheck haben, innerhalb dessen sie tun und machen können, was sie wollen. Das kann es nicht sein. Wäre, dann hätten wir Demokratie immer nur an einem einzigen Tag, nämlich an dem Tag, an dem wir wählen und in der restlichen Zeit nicht, weil wir, wenn man diesem Gedankengang folgen würde, für die restlichen 4 oder 8 Jahre die komplette Souveränität vollständig übertragen hätte. Und es ist widersinnig und absurd zu glauben, dass Demokratie so gemeint sein kann. Das ist unmöglich. Und wir haben einen Anspruch darauf und noch mehr, wir haben die Pflicht, es anders zu sehen. Wir haben die Pflicht, es so zu sehen, wie ich es gerade sage, weil es aus sich selber heraus logisch ist. Wir sind diejenigen, denen das öffentliche Eigentum gehört. Wir sind diejenigen, die die höchste Verantwortung haben. Wir werden später von unseren Kindern gefragt, was wir gemacht oder was wir nicht gemacht haben. Und Voltaire sagt dazu ja auch, wir sind nicht nur dafür verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Und wir sind die, die alles bezahlen. Und daraus leitet sich zwingend ab, dass wenn wir entscheiden, Repräsentanten zu beauftragen, was ich in Ordnung finde, dass wir eine Eingriffsmöglichkeit haben und ein Letztentscheidungsrecht, und zwar dann, wenn es aus dem Ruder läuft. Es kann nur so sein, und das hat Konfuzius auch schon festgestellt, dass die elementaren Grundlagen unseres Staatswesens... Guido Westerwelle hat sich ja vor 4 Wochen noch für den Volksentscheid eingesetzt, aber das lassen wir mal weg. Wahrscheinlich, weil er Angst hat, die 5%-Hürde nicht mehr zu schaffen. Großprojekte gehen gar nicht mehr und wir machen uns im Ausland lächerlich. Wenn das stimmen würde, dann müssten wir den Machtausübenden, ich sage bewusst nicht den Machthabern, weil die, die Macht haben, das sind wir, das sind nicht die, das sind die Machtausübenden, dann müssten wir ihnen die Frage stellen, wie es passieren konnte, dass in der Schweiz der längste Eisenbahntunnel weltweit mit 57 Kilometern gerade seinen Durchbruch hatte, in der Schweiz, mit der Zustimmung des Volkes, und dass bei Durchbruch ein Freudenfest gefeiert wurde. Das heißt also, so ganz unmöglich kann das nicht sein. Und wenn direkte Demokratie so unglaublich schlimm wäre, wie immer behauptet wird, dann frage ich mich, wie ist das möglich, dass die Schweiz überhaupt noch existiert? Ich möchte ein paar ganz radikale Positionen mal in den Raum stellen. Meine These ist, dass das, was uns die ganze Zeit als Demokratie verkauft wird, keine Demokratie ist. Und ich begründe das damit, dass es ganz schlicht um die Frage geht, wer ist der Chef? Eine ganz einfache Frage. Das heißt, der, der bestimmt, ist der Chef. So. Und wenn wir jetzt Repräsentanten haben, die uns das Eingriffsrecht und die Letztentscheidungsmöglichkeit verweigern, dann stellen sie sich in diesem Moment über uns. Das ist faktisch so, das ist keine Frage der Meinung. Daraus folgt, dass wir 2 Dinge voneinander trennen müssen. Das eine ist die Demokratie selber in ihrem ganzen Wesen. Und ich würde mal sagen, es ist ein Prinzip. Und dieses Prinzip ist was ganz Einfaches, das können sogar Politiker verstehen. Und dieses Prinzip besagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, und ähnlich haben das Lincoln und auch viele, oder auch Thomas Jefferson formuliert, ich brauche das nicht alles wiederholen, also ein relativ einfacher Gedanke. Wenn jetzt, bitte? Steht auch drin, aber selbst die könnte irren, aber das mal ganz am Rande. So, alle
alles das, was danach kommt, also die Frage, ob wir Anarchie haben oder ob wir Konsensprinzip machen oder Parteien wählen oder nicht wählen, das hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Und diesen Gedanken müssen wir klarkriegen, sonst sind wir verloren, wenn wir das nicht verstehen können. Demokratie besagt, wenn wir jetzt die Stadt sind, wenn wir die Rechtsgemeinschaft sind, dass wir die höchste Instanz sind, und zwar alle, die in diesem Raum sind. Da kann auch nicht selektiert werden. Ich kann nicht sagen, der mit den langen Haaren gefällt mir nicht. Das sind wir alle. Und das, was danach kommt, ist die Frage, was wir dann entscheiden, ob wir einmal im Jahr wählen oder fünfmal im Jahr wählen oder ob wir Konsens oder. Das sind Verfahren, mögliche Verfahren, die ich jetzt gar nicht bewerten will, die man entscheiden kann. Die könnte aber auch ein König oder ein Diktator entscheiden. Das sind die Verfahren. Das eine ist die Frage, wer hat die Macht? Und das andere ist die Frage, wie funktioniert das Ganze? Sollen wir viermal im Jahr wählen oder achtmal im Jahr wählen? Das müssen wir klarkriegen und daran müssen wir arbeiten. Es geht also letztendlich um einen Mündigkeitsprozess, den wir selber für uns entdecken und erkennen müssen und nach dem wir handeln müssen. Und wir sind gut beraten, wenn wir die Chance nutzen, die wir jetzt gerade haben, weil ich glaube, dass die Chance, die wir haben, hier durch Stuttgart 21 geradezu einmalig ist, um diese Gedanken zu entwickeln. Ich glaube, dass es richtig und notwendig ist, sind einmal die faktischen Klärungen, die jetzt vor uns stehen, also Änderung der Landesverfassung, Volksentscheid, Bürgerentscheid, da müssen wir nochmal genau hingucken. Die Zeitungen können teilweise auch Bürgerentscheid und Volksentscheid nicht richtig auseinanderhalten, die Politiker teilweise auch nicht. Es gibt ja Sachen, die müssen wir auf kommunaler Ebene entscheiden. Park und Bahnhof, das ist unsere Angelegenheit hier in Stuttgart. Das ist nicht eine Sache, die über einen Volksentscheid läuft. Und dann Volksentscheid ist eher die Landesregierung. Also das sind ganz klare Sachen, die wir klären müssen, was wir da tun, wie wir es tun. Aber was die Demokratie insgesamt anbelangt, glaube ich, dass es nötig ist, und da sind wir, glaube ich, auf dem besten Weg, wenn wir Demokratie uns so vorstellen als eine permanente Konferenz, wo wir permanent dran arbeiten und immer nachjustieren, und zwar genau da, wo es notwendig ist. Vielen Dank. Okay.